So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Heute werden wir die Mission vom letzten Mal weiterspielen. Ihr wisst ja noch, ich meine, ich kann es euch auch kurz zeigen. Ich bin ziemlich belagert von Scharfschützen und so weiter. Ich hoffe natürlich, dass ich hier gut wieder rauskomme. Deshalb, oh mein Gott. Mal ein paar Sicherheitspoller hier aufstellen, damit wir uns alle schön schützen können vor den ganzen Scharfschützen hier. Wie viele Leute haben wir denn hier? Oh mein Gott. Das war schon mal schlecht. Okay, Leute, wir haben jetzt alle gesehen. Die sind nicht ohne. Ich muss da etwas präziser vorgehen. Ich werde wohl doch wieder mein Sturmgewehr nehmen müssen. Ich hatte ja gehofft, dass so gut wie alles mit dem Handy gemacht werden könnte, aber ja, vielleicht geht es auch. Man weiß ja nie. Ja, da kommen sie wieder, die Jungs. Vom Schützenfest. Natürlich richtig cool. Was ist das eigentlich da oben für eins? Aha, Kamera. Oh. Ja, mit dem Handy geht es, so wie es aussieht, doch ein wenig. Zack, da haben wir noch einen weg. Haben wir getroffen. Oh, haben wir wieder was zu sprengen. Zack, schon wieder einer weg. Wie viele Leute existieren hier jetzt noch? Okay. Trotzdem noch zu viele. So. Oh shit. Da oben, wir haben noch einen. Den hat es gekostet. Klar, hinter die Ecke. Oh, das ist alles Fixer hier. Ist natürlich richtig krass. Drei existieren noch. Ah. So wie es aussieht. Hier haben wir einen. Irgendwo sollte hier noch einer rumlungen. In dem Eck hier. Steht aber irgendwie doch nur so ein paar. Also zwei. Drei sollte es eigentlich sein. Klar, da war es ja noch einer. So. Da kann ich wieder etwas sprengen. Und warten wir kurz, bis er hochkommt. Und dann läuft er genau in meine kleine Überraschung rein. Ah, okay, wenn er hochkommt. Schon, trau dich. Oh. Ciao. Oh, shit. Wieder alle erledigen oder entkommen. Ja, ich weiß, eigentlich bin ich eher der Freund von entkommen. Habe ich gerade so langsam das Gefühl, dass das Entkommen nicht so einfach wird, wie ich mir denke. Ja. Okay, das wird jetzt doch eine hässliche und längere Sache.
Alles klar. Na dann, fangen wir an. Oh, die Waffe verzieht aber ganz schön, du. Ah, das ist schön, aber komm, ich will jetzt ein paar Skillpunkte, nicht Leute? Ja. Da. Da hinten ist noch eine. Da hat auch noch einer was. Hab ich den? Hab ich halt mir noch nicht. Liebe Leute und Herber gestern. Ja. Shooter sind nicht so mein Fall. Immer schön. Schritt für Schritt vorwärts schleichen. So. So, Leute. Da drüber. Alles klar. Hier rüber. Schnappen wir uns den nächsten Helden. Mist. Getroffen. Hui. Na gut, Damien. Reden wir. Das war mal ein bisher sehr gewaltsamer Teil von Watch Dogs. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte das Ganze von der Aggressivität ein wenig runterstellen noch. Aber ja, hat nichts geholfen. Ich muss das tun. Tut mir leid. So. Ah, oh, Geld. Juhu. So. Damit keiner mehr rauskommt. So, Leute. Ich brauche schon ein Auto. Gesucht werde ich auch von der Polizei. Das ist aber nicht schön. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Hast du eine neue Frisur? Yeah. Ich komm schon klar. Oh Mann, um was die sich Sorgen machen hier, das ist ja der Wahnsinn. Da oben haben wir eine U-Bahn-Station. Lass mal kurz schauen, wo ich eigentlich hin muss. Okay. Mit dieses Taschennavi hier. Das ist cool. Das macht ja richtig Spaß. Ah. Ich weiß ja auch nicht. Auch wenn es nur ein paar Meter sind, was soll's. Oh, Stoppschild. Locker bleiben.
So. Komm, lauf schneller. Großer. Mal schauen, ob das so alles so funktioniert. Zack. 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 Der alte Parkour-Mensch. Wunderbar. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Ah, das war gar nicht deine Tochter. Zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hol es nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Danke, Damien. Du bist ein cooler Typ. Auch wenn du aussiehst wie ein Obdachloser. Mit einer Beinprothese. Oh Gott. Was denn nur mit diesem armen Kerl geschehen? Das werden wir wahrscheinlich dann demnächst herausfinden. Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Du weißt, wie das Spiel läuft, Mann. Ich kann mit jedem... Wir waren ein starkes Team. Das ist mein Ding. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken. Hey, Barney, was geht? Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ein bisschen spielen? Klar, ein bisschen spielen. Ich muss wissen, was im Merlo passiert ist. Ganz sicher. Guck mal, Mann, siehst du? Sie umkreist mich. Guck's dir an. Sie wird Beute. Wie... Er ritzt sich. Das ist aber nicht gesund. Hör auf, dich zu ritzen, Junge. Und du, kauf nicht so viel Brandbeschleuniger. Das ist schlecht. Irgendwann brennt dir deine eigene Bude ab. So. Okay. Dum, dum, dum. Ein Verbrechen erkennen. Wegpunkt. Auf geht's. Hot, hot. Wow. Das hätte auch ins Auge gehen können, Aiden. Potenzielles Opfer ist da vorne. Möglichen Gefahren. Fall! Oh Gott, nein! Entschlüssel! Move! Aua! Hund! Ah, ich hasse es aber irgendwie, wenn ich es nicht schaffe, es zu verhindern. Armer Kerl. Richtig armer Kerl. Das tut mir richtig leid. So. Schon wieder ein Anruf? Nein, oder? Ah, doch, nein. Okay, dann gucken wir noch kurz ein paar wunderschöne Fähigkeiten aufrichten. Und dann war es auch schon mit dieser Folge. Also, schauen wir mal. Hacken, was haben wir denn Schönes? Gegnerkommunikation stören ist eigentlich ganz praktisch.
durch Transformatoren hacken ist natürlich auch ganz witzig. Dampfleitung, das will ich haben, das brauche ich. Zack, so. Okay, wie gesagt, das war's mit dieser Folge. Freut euch auf die nächste. Haut rein, macht's gut.